Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und es ist mal wieder Zeit, einiges an Boxen zu öffnen. Denn wie ihr seht, wir haben 19 von diesen Kugeln. Hier haben wir noch 15, keine Ahnung was es ist, 11 davon und auch noch 37 hiervon. Und mir fällt auf, dass mein Krabbenbeutel weggegangen ist. Ah nicht, dieses Ding ist das, genau. Das können wir auch noch machen. Ja, schauen wir mal, was wir da machen. Und weil ja jetzt aktuell aus angegebenen Anlass quasi Halloween ist, ja, habe ich mir gedacht, ja, wir machen nicht Süßes oder Saures, sondern heute gibt es ist das ein Riesending. Pepperoni oder Chili tatsächlich. Ja, das erste Mal, dass ich dann Chili essen werde heute vermutlich. Also ich habe es noch nie gegessen und Chili soll ja für alle, die es nicht wissen, ich denke, das weiß ja jeder, nochmal deutlich schärfer sein als Pepperoni. Diese werden wir immer dann essen, wenn wir ein Legendary ziehen. Ich denke, wir machen hier auch ordentlich diese 19 Kugeln auf. Und dabei habe ich mir mal wieder ganz back to the roots gedacht. Ich habe hier der mediterrane Pfirsich und hier habe ich zwei Zettel reingemacht. Auf dem einen steht C für Chili und auf den anderen steht P für Pepperoni. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ganz nochmal kurz, ich habe unten in die Beschreibung mal ein paar Skins reingemacht, beziehungsweise in die Kommentare, welche ich mich noch übelst drüber freuen würde, wenn ich diese ziehe. Auf geht's, ab geht's und wir fangen an, meine Freunde. Let's go! Varus della Luce. Ja, Leute, es ist italienisch tatsächlich, ich bin Italiener. Aber das ist Lichtbogen-Varus, der ist tatsächlich, der geht. Kann man machen. Weg, weiter. Da gibt's da. Und ich bin so schockiert. Oh, der ist schön. Ich habe noch keinen Zoe-Skin. Da würde ich mich freuen. Ja, da würde ich mich nicht sogar freuen. Da freue ich mich sogar. Der ist cool. Ne, wir müssen auch definitiv sagen, also Loch Ness sogar, ne? Puh. Mein Skin-Geschmack, der ist definitiv sehr, sehr schwierig. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Echo Academia. Oh, ich würde gerne den Klett-Skin haben. Hoffentlich gibt's den. Da würde ich mich drüber freuen. Holy shit, wir haben ja noch 1400 von diesen Marken. Ja, bisher Gallio Hextech. Kann man machen, muss man aber nicht. Na, bisher hält sich das noch hart in Grenzen hier. Ich weiß gar nicht, wofür diese Kugeln gut sind. Ne? Ich meine, es sind Kugeln, die müssen ja irgendwie krass sein, oder? Orianna, der ist super lahm, der Skin, der ist gar nicht so geil. Emomu, den habe ich zwar nicht auf meiner Liste und der ist ja auch nicht unglaublich geil, aber so einen gewissen Style-Faktor hat der Skin schon, muss man definitiv sagen. Ja, all bad ist er nicht, aber ich werde ihn vermutlich eh nicht spielen. Ich meine, ich spiele niemals Amumu. Ich meine, vielleicht müsste ich mal Emomu Amumu mitladen. Na, vielleicht wäre das ja mal so ein Ding. Timo Diavolette. Diavoletto, nice. Na, der Teufelstimo ist okay, kann mit Leben. Ein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nice. Geil. Richtig geil. Super geil. Super nice. Geil. Dann haben wir jetzt zwei von diesen freaking Kristallen, Leute. Nice. Ash Stagione, das Championship Ash, ne? Cool. Der ist cool. Der ist tatsächlich, der ist cool. Oh, ich brauche den anderen Ash Skin. Der ist geil. Der ist so geil. Ich glaube, ich glaube, das ist Todes. Also hier, ne, das sind heftige, ultra heftige. Krabbenbeutel, kann ich noch erinnern, war komplett insane. Und ich weiß nicht, was wir nehmen, aber GG, Leute. Wie Neon? Ja, nee. Kommissar Trundle? Ich meine, ich bin Fahrkartenkontrolleur, ja, aber nee. Echo Sand? Auch nicht. Caitlin mit Gewehr? Also, Trünnemeer, Chuck. Den habe ich, glaube ich, noch nicht einmal in-game gesehen. Ungelogen, Leute. Hat von euch irgendjemand schon mal diesen Skin, das ist der Bestien drin mehr, irgendwann mal gesehen? Davon gibt es auch einen Sejuani und einen Draven-Skin. Und ich glaube, die sind alle drei so scheiße, dass niemand auf der Welt diese Skins besitzt. Außer ich jetzt. Na? So, bisher Legendary ist bisher absolut nothing, Leute. Einfach nur absolutely nothing. Cassiopeia Eterno. Na? Ja, die ist cool. Die ist cool. Dieses Geräusch schon. Wobei, ich muss sagen, Hextech-Skins sind jetzt nicht so geil, ne? Ich warte mal, bis ein cooler kommt, aber es kommen keine coolen, weil sie sind alle scheiße. Capitana Fortuna. Also, ihr könnt mir gerne sagen, ob
ihr auch so viele daraus bekommen habt, aber ich glaube, ich bin der unglaublich luckigste Man in World of Wo gibt. Holy shit, einfach 3 schon von diesen Steinen. Wir haben jetzt insgesamt 4, oder? 4 freaking Steine. Bandito Fiddlesticks, ne? Nach dem Guten kommt immer Kommando Lux, der ist richtig kacke. Ich meine, ich kann mich jedes Mal drüber aufregen, was das für ein Skin ist, ne? Sie hat einen Zauberstab Flammenwerfer MG. Also ein MG ist es nicht, aber sieht immer so aus wie so ein MG. Ne, kann die überhaupt Feuer. Wirft die da Feuerkugeln raus oder so? Weiß ich nicht. Legendaries hält sich hier komplett im Rahmen. Okay, Leute. Ne, langsam muss aber was kommen, ne? Ich würde sagen, eigentlich war mein Plan, wir fangen direkt an, erstmal mit einer Pepperoni. Aber, komm, wir legen einen drauf. Ich fange an mit einer Pepperoni. Vielleicht haben wir eine etwas kleine hier. Und dann, legen wir noch einen hinterher und raffeln raus, ob wir eine Pepperoni nehmen oder eine Chili. Ja? So, wir fangen mal an. Na, ist ein relativ, ne? Ja, muss schon richtig schön knacken, ne? Schön auch komplett. Alter, das ist jetzt schon scharf. Holy shit, ich glaube, ich hab's an der Zunge, Alter. Stopp! Ich hab das anders in Erinnerung. Ich habe das in Erinnerung, dass das erst beim dritten Brett und nicht beim ersten. Alter. Scheiße. Ich will nicht mehr. Ich glaube, ich darf nicht mit Zunge arbeiten. Alter. Alter. Okay, ich bin der Mann. Es brennt! Wir rollen jetzt, wir raffeln einen raus, wir nehmen... Hier, meine Freunde, ihr dürft zuerst sehen. Alter, das ist nur eine gewesen. Alter, die ist irgendwie verpackt oder so. P, Pepperoni, okay. Sehr gut. Alter, warte. Oh, hä? Irgendwas ist da verpackt, Leute. Das ist nicht so scharf nach der ersten normalerweise. Scheiße, Alter. Hä? Also irgendwas ist da definitiv falsch an der. Das war noch nie so. Ihr kennt doch meine Videos. Ich habe teilweise 6 Stück davon gegessen. Jetzt hat die erste mich direkt gekillt. Da war irgendein Bug. Ich weiß nicht was, aber... Boah, direkt die nächste, ey. Boah. Ah. Und auch noch so ein... Alter, warum habe ich diese Riesendinger gekauft? Da waren auch so kleine, die hätte ich kaufen können. Ich glaube, ich muss sie mit meinen Backenzähnen essen oder so. Nicht mit der Zunge. Ich glaube, das ist wirklich der Trick. Holy shit, ich glaube. Ja, lecker. Richtig, richtig lecker. Kann man essen. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine hiervon auf, weil 11 hört sich scheiße an, ne? Echo ist auch scheiße. So, was machen wir jetzt hier, Leute? Ich meine, wir haben 4 Stück davon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das alles ist. Ich würde sagen, wir machen uns einen Federbeutel. Einen Federbeutel. Danke. Ja, Borso Polo. Polo Almanos. Dann machen wir uns einen Krabbenbeutel. Dann machen wir uns einen Versusbeutel. Und was ist das? Borsio Trampone, das sind mit nur Champions, oder? Ne, Moment. Boah, ich bin noch ein bisschen aufgelöst, Leute. Ein bisschen. Wo ist der Stein? Ja, so. Fiesta ist gerade hier gute Sache. Da ist von jedem einer drin, oder was? Okay, dann machen wir einen Fiesta-Beutel, Leute. Ja, irgendwie so ein bisschen burnt schon, Alter. Das zählt nicht! Das zählt nicht! Wieso ist der legendär, der Beutel? Ja, komm, ich bin ein 1 Ehrenmann, Leute. 1 Ehrenmann. Warum sind die anderen Beutel nicht legendär? Ich sterbe. Schon nach 2. Pepperoni, danke. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Meine Nase läuft schon. Meine Nase läuft und meine Augen tränen.
alles erreicht im Leben. So, nehmen wir mal die Grüne. Ich glaube, die sind aber genauso scharf. Sie sehen aber nicht so scharf und nicht so wütend aus. Du bist nicht wütend auf mich, oder? Nehmen wir mal die andere Seite. Richtig, richtig lecker. Nee! Ich weine, Leute. Ich habe aber auch nur noch eine Peperoni da. Danach müssen wir Chili essen. Oh, ich glaube, ich sterbe gleich. Ich glaube, das ist ein Chili. Nee, Alter, ich habe aber auch Glück, Alter. Wie kann das denn sein? Aber es ist gut. Aber es ist jetzt die letzte. Danach müssen wir das andere eh essen. Alter, schon wieder so ein Kravemser. Guckt euch das Ding an, ey. Ey, irgendwie, Leute, ich glaube, irgendwie geht's mir gerade voll gut. So, irgendwie, jetzt gerade, also ja, okay, jetzt kommst du wieder so ein bisschen, aber hier sind hier nur 3 Skins drin. Ja, kann man machen. Dann machen wir mal den tollen Beutel auf. Alistair Matador, Sivir Müll, Timo Müll, Chili. Ja, geil! Ja, geil. Ich spiele einen Champs 20, aber ich finde den Skin cool. So, Leute. Hier. Das kleine Ding. Sie alle zu knechten. Auf sie mit... So, meine Freunde. Sie alle zu knechten. Dieser Gute hier. Das ist jetzt mein erstes Mal. Ich bin etwas nervös. Erstmal ein Stück oder komplett? Machen wir komplett. Bisher passiert nichts. Komm, wir legen es drauf an. Wir setzen direkt dann hinterher. Wobei? Ja doch, komm, let's go. Also entweder die sind nicht scharf oder ich habe keinen Geschmack mehr im Mund. Komm. Oder die sind einfach wirklich nicht scharf. Ich habe jetzt, oder ich sterbe gleich. Im Delay, ein paar Sekunden. Komm, Leute, das ist der letzte Chili. Naja, eigentlich bräuchte ich gar nicht essen so viel, aber... Mit der Zunge, Leute, oder? Oh, mit der Zunge. Ach, scheiße. Ach. Aber irgendwie geht's. Also eigentlich hält sich's noch in Grenzen dafür, dass ich gerade 4. Schlecht, oh Gott. Ja, meine Nase läuft, meine Augen sind tot, mein Mund brennt, mir ist schlecht. Auf Wiedersehen.